Hier werden wir euch jetzt den Schritt zeigen, ruhiges Halten, während der Hund sitzt. Die Angstübung schlechthin ist immer, mein Hund knautscht, mein Hund knautscht. Wir wollen euch zeigen, wie ihr es möglichst vermeiden könnt, dass der Hund knautscht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die Übung so aufbaut, dass der Hund gar nicht erst knautscht. Wenn der Hund die Idee erstmal im Kopf hat zu knautschen, wird es umso schwieriger, sie wieder abzutrainieren. Wenn ihr euren Hund also aufbaut mit der Übung, ist dies ein einzelner Schritt, den wir ganz, ganz spät erst zum gesamten Apport dazu bauen. Er soll beklickt werden für das Apportel angucken, für das Apportel anstupsen, für Maul öffnen, dann für vorsichtiges Anbeißen mit den Zähnen und schrittweise für immer längeres Halten. Diese Übung kann bei Hunden, die Probleme haben mit dem Halten oder die schon knautschen, bis zu einem halben Jahr dauern. Lasst euch also nicht entmutigen, wenn ihr an dem Schritt Hund beißt das Holz vorsichtig kurz an, ewig hängen bleibt. Es ist wirklich normal und es ist auch nicht schlimm. Ihr könnt die anderen Apportierteile, die wir euch zeigen, parallel dazu trotzdem üben. Lasst euch Zeit für diese Übung, denn die ist wichtig. Und je ganzheitlicher euer Hund es versteht, desto weniger Chance besteht oder Risiko besteht, dass er später Probleme zeigt und anfängt zu knautschen. Bei Hunden, die wirklich gar kein Interesse haben am Apportieren, ist es sinnvoll, wirklich das zu machen, was sie jetzt macht, jegliches Interesse am Apportel zu beklicken. Habt nicht immer gleich den Endschritt im Kopf, dass ihr gleich sagt, er muss das aber jetzt 10 Minuten halten und es ihm gebt und sagt halt fest, bis er es ausspuckt oder anfängt zu knautschen. Beklickt wirklich jegliches Interesse erstmal an dem Holz. Bei ganz, ganz gelangweilten Hunden könnt ihr es ein bisschen spannend machen und hochwerfen und so tun, als wäre es ein Heiligtum schlechthin, bis der Hund wirklich sagt, oh, das ist was Spannendes, da kriege ich jedes Mal einen Klick für, wenn ich dieses Ding beachte. Genau, im nächsten Schritt wollen wir dann versuchen, dass Melanie das Apportel mit beiden Händen festhält. Ihren Klicker dabei auch noch geschickt in der Hand. Es geht sehr schön mit diesen kleinen Eiklickern. Und sie beklickt das Maul öffnen. Wobei wir schon aufpassen, dass der Hund vorsichtig ist und nicht gleich reinhackt in das Apportel und es durchschiebt bis zum Gaumen. Denn je weiter hinten er das Apportel nimmt, desto höher ist das Risiko, dass er knautscht. Am optimalsten ist eigentlich, wenn er es hinter die Fangzähne legt vorne. In vielen kleinen Trainingseinheiten könnt ihr dann die Zeitspanne, die der Hund dann anbeißen soll, immer weiter rausklicken. Wir versuchen jetzt mal rauszuklicken, dass der Mocker auch die Zähne um das Holz schließt. Melanie lässt schon mal ganz vorsichtig kurz los, lässt ihre Hände aber immer noch in der Nähe des Apportels. Wenn der Hund knautscht, nehmt es ihm einfach mit dem Fehlerwort wieder weg. Er soll wirklich verstehen, dass er es absolut ruhig halten soll. Bei so ganz enthusiastischen Hunden ist es oft notwendig, erstmal wirklich nur vorsichtiges Nehmen zu beklicken, damit sie das nicht gleich verschlucken. Bei Collies und Collie-Mischlingen habe ich oft das Problem, dass die sich sehr ekeln, was ins Maul zu nehmen. Und es kann helfen, wenn ihr das Apportel anfangs mit selbsthaftender Binde umwickelt, sodass es ganz weich ist und der Hund es lieber greifen mag und ihr einfach Woche für Woche eine Schicht abwickelt, bis ihr dann das in Anführungsstrichen nackte Apportel vor euch habt. Ich bevorzuge diese Plastikapportel deshalb, weil sie nicht so sehr verleiten zu knautschen wie Holz. Und viele mögen vielleicht jetzt sagen, oh, so ein kleines Apportel für so einen großen Hund. Es ist eigentlich sehr schön, weil es ihm genau passt. Es liegt genau rechts und links mit den Aufsätzen an der Seite am Maul an und er braucht es nicht ausbalancieren. Man kann später meist problemlos auf ein größeres umsteigen. Alles, was man balancieren muss, ist man auch verlockt, dann wieder zu knautschen. Das Metallapportel könnt ihr genauso aufbauen. Fangt früh damit an. Am besten gleich im Welpenalter nach dem Zahnwechsel. Vielleicht sogar noch vor dem Zahnwechsel wäre noch optimaler. Trainiert apportieren bitte nicht im Zahnwechsel. Weil da hat man Zahnschmerzen und es kann sehr schnell dazu führen, dass der Hund es negativ verknüpft. Und sonst ist der Aufbau mit dem Metallapportel genau derselbe.